spiaggia devo andare, ma sapevo ancora una bugia, quanto tempo perso dietro a lui, che promette poi non cambia mai. Strani amori che fanno crescere e sorridere tra le lacrime. Sì, l'amore nemmeno una nuvola. Sì, di noi l'amore è una favola. Su di noi se tu vuoi volare. Su di noi ancora una volta dai. Su di noi se tu vuoi volare. And all the marks for captain for team number 7, Grünwald Club Bremen. Erster. Zweiter Platz. May I have the marks for team number 11, University of Zurena Arti. Thank you, Francis.
Thank you very much for your work. So, meine Damen und Herren, mein knappes Ergebnis. Wir werden gleich die endgültigen Ergebnisse bekommen. Ich habe Angelo an. Und unsere Damen bitten, die Wertungsträgerfahrzeuge wieder rauszufahren. Wir kommen sofort zur Zielgerade. Angelo Adler, ja. Wie groß ist Ihre Freude? Überwältigend. Wir haben so lange dafür gekämpft. Wir haben alle internationalen Titel abgegeben und neues Team, neue Truppe, mega, mega, Hammer, Hammer. War Ihnen das sofort klar oder mussten Sie doch erst einen Moment noch rechnen? Nee, war klar, wir mussten erst mal gucken, ob Litauen jetzt eine 3 hat, aber da wir ja die eine 2 mehr hatten, sind wir damit Weltmeister gewesen. Ja. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, die Siegerehrung wird vorgenommen. Bei mir ist Isabel Ziomba. Erstmal erste Frage, wie geht es Ihrer Hand? Super, super, wirklich super. Haben Sie alle 3 Runden ohne Schmerzen da durchgehalten? Ja, nach der Vorrunde hatte ich ein bisschen Schmerzen, aber es war alles super. Also es hat mich überhaupt gar nicht gestört beim Tanzen. Alles super. Hat sich das gelohnt, der Einsatz? Oh, natürlich, auch völlig. Also auf jeden Fall. Ich habe gleich letzten Samstag gesagt, als mich Roberto gefragt hat, willst du wirklich tanzen? Kannst du tanzen? Ich so, ja, auf jeden Fall. Das lasse ich mir nicht entgehen. Und es hat sich so gelohnt. Die ganzen Leiden, alles scheint so gelohnt. So geil. Dann genießen Sie das. Zu Felix, bitte. Der Formation Auswahl 2018. Was für ein Finale, sowas hat es überhaupt noch nicht gegeben. Bei uns ist der strahlende Sieger, der Trainer Roberto Albanese. Können Sie es überhaupt schon fassen? Nee. Nein. Sie sind hier eben rumgesprungen, wie vom Hafer gestochen. Warum ist die Freude so groß? Mann, weil wir gegen Litauen verloren haben die letzten Male. Und wir wussten, wir haben eine neue Mannschaft, eine junge Mannschaft, die noch nicht so eingespielt ist. Und wir brauchen dieses Publikum und wir brauchen diesen Durchgang eben, um das zu schaffen. Das ist nicht so selbstverständlich. Das ist harte Arbeit gewesen in den letzten Wochen. Was sagen Sie zur Resonanz im Publikum? Es hat Standing Ovation gegeben. Das ist traumhaft, dieses Bremer Publikum. Ich liebe es. Bitte kommt immer wieder und macht es immer wieder so. Bei der Bewertung war zu sehen, dass Sie erst total enttäuscht waren, weil keiner mehr auf dem Zettel hatte, dass eine 1 bei Russland gelandet war. Ich hatte gesehen, dass die Russen eine 1 gekriegt haben. Dadurch wusste ich, die 2 werden es entscheiden. Und ich war natürlich gespannt. Ich hatte schon geahnt, dass es so ist, aber ja. Was sagen Sie denn zur Leistung von der Isabel Ziomba, die sich durch 3 Durchgänge mit einer gebrochenen Hand durchgequält hat? Ja, das sind alles Tiere. Die sind wahnsinnig einfach. Das ist eine super geile Truppe. Ein Wort auch zu den Litauern, die nun ein bisschen enttäuscht dastehen. Also für Sie geht es in Ordnung, nehme ich mal an. Ja klar, wir standen schon genauso enttäuscht da. Das ist der Sport. Sie haben bei sich gewonnen, wir haben jetzt heute hier gewonnen. Ich denke, das ist der Sport und dieses Duell wird es weitergeben. Okay, letzte Frage. Wie geht es heute Abend weiter? Wie feiern Sie? Viel, 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 viel und lang. Wie immer. Wir wünschen ganz, ganz viel Spaß dabei. Danke, Robert. Da gehen Sie zurück zu Ihrer Mannschaft. Da können Sie schon mal feiern. Ja, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, das soll es von uns gewesen sein. Es ist spät geworden, aber es hat ein glückliches Ende zumindest für den Grün-Gold-Club gefunden. Viel Spaß noch.